Bin gespannt, ob wir den Eugene jetzt auch mal treffen. Na, wieder eine PS3. Was haben wir da? Uncharted 2, habe ich auch schon durch. Jack and Dexter. Das untere kann ich nicht sehen. Ich habe aber die Uncharted Collection. Teil 4 gibt es auch auf meinem Kanal zu sehen. Das ist eine Werkbank. Ganz eindeutig ist das eine Werkbank. Das verstehe ich nicht mit dem Schwenken. Alles klar. Hier ist auf jeden Fall ein Bett. Eugene, bitte komm nach Hause. Wenn die Fireflies die Welt retten wollen, lass sie Er ließ doch. seine Familie zurück Lass. und ging zu den Fireflies. Krass. Eugene. Ich will das nicht lesen, wenn ich unterbrochen werde. So rum. Nicht. Von dieser frechen Wo? Dame. Da muss hier doch auch irgendwo ein Generator sein. Hey, da Hier. ist ein Generator. Hat sie gerade gesagt. Schon besser. Aber Oh, das lockt doch wow. Viecher an. Eindrucksvolle Werkbank, Eugene. Ich wette, damit kannst du deine Waffe aufmotzen. Das glaube ich auch. Schusssätze sind knapp, nutze die Ressourcen klug. Achso. Rückstoßkapazität. Um die Waffenabweichung zu verringern. Stabilität, Genauigkeit, Magazinkapazität 50. Das hat einen Sinn, wenn es so teuer ist. Hat immer einen Sinn. Wenn was teuer ist, ist gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal mehr Muni in der Knarre drin. Das Ja, ist das wird auf gehen. jeden Fall. Oh, da geht Gute nichts. Arbeit. Wird auf jeden Fall irgendwann mal hilfreich sein, wenn ich 10 Schüsse drin habe statt nur 6. Ach, und da tatsächlich. Oh, da ist sogar eine Heizung. Sieh mal einer an. Ellie, sieh auf den Boden. Da unten ist noch was. Geht's irgendwo runter? Hier nicht. Aber wo dann? Hier irgendwo oder was? Mach mal auf, komm. Geh gar nicht eine Tür abschließen. Denn? Na los. Ich dachte, das wäre nach draußen, dass er deswegen, aber okay. Was Oha. hat er hier unten? Der hat bestimmt Labor oder so ein Offensichtlich ein Liebesnest. Deshalb hat er Ja, dir nichts bestimmt. davon erzählt. Ich hoffe ja für ihn, dass es das ist. Er war so Ich einsam, glaube. Mann. Das ist was Schlimmeres. Und der ist bestimmt immer noch bei den Fireflies. Liegt hier irgendwas rum? Nein. Na dann, rein da. Das ist Gras. Ja, das ist trockenes Gras.
Das erklärt einiges. Tja. Deswegen hat er immer was am Start. Hey. Er hat solche Videokassetten. Der Schwanz des Wolfs. Smash Brandy's Cooch. Sind das Pornos? Sehr interessant, Eugene. Der Schwanz des Wolfs soll ein Porno sein. Auf was für abgefuckte Sachen steht der Typ? Maria würde durchdrehen, wenn sie das sehen würde. Meinst du Maria Johanna? Muss ewig gedauert haben. Ich wünschte, er hätte mir davon erzählt. Ich hätte ihm helfen können. Schau dir mal die fetten Butts an, Aida. Dina! Eine Gasmaskenbong. Oh, Gott, er war so schlau. Ja, wenn es ums Kiffen geht, werden sie erfinderisch. Na, was machst du hier so? Ah, die könnten noch gut sein. Nimm mal mit, Süße. Oh, jetzt aber. Ob das noch gut ist? Kann Gras schlecht werden? Finden wir es raus. Kriegst du es nicht auf? Nein, geht schon. Fuck. Gib mal her. Ja, genau. Als ob du es schaffst. Okay. Es... Ja. Scheiß drauf. Was bitte stimmt nicht mit dir? Ist doch offen, oder nicht? Riecht gut. Ich meine, wir sitzen hier eine Weile fest, oder? Sieht so aus. Kann ich dich was fragen? Weiß nicht, kannst du? Von 1 bis 10. Wenn 1 richtig unterirdisch ist und 10 überwältigend, wie würdest du unseren Kuss von gestern bewerten? Warum reden wir immer noch darüber? Du hast gesagt, es war ein Fehler. Habe ich das gesagt? Was machst du hier? Dich fragen, wie unser Kuss war. Ich weiß nicht. Für mich war es eine 6. Eine 6? Wow. Eine solide 6. Okay. Es waren viele Leute in der Nähe. Ja, aber 6. Oh, was? Also jetzt will ich wirklich deine Bewertung hören. Das glaube ich nicht. Du machst mich wahnsinnig. Guck dich mal an. Wenn du so weitermachst, gehe ich zurück in den Schneesturm. Es hält dich niemand auf. Das wird hoffentlich besser als eine 6. Okay.
Brandschutzbestimmungen. Du, 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 du. Ah, sie. Einfach mal wieder so nebenbei, oder was? Wo sind sie? Super. Infiziert. Heiliger Birnbum. Oh oh. Oh 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 oh. Lauf, Abby, lauf! Oh. Ich hab keine Ahnung wohin, ich lauf einfach weg. Aha. Die kommen da ja, oh, Alter! Scheiße, die kommt da hoch! Wow! Shit! Leute, ich weiß nicht wohin! Leute, ich weiß nicht wohin! Hier durch! Hey da! Wo kommen die alle her, Mann? Meine Mütze! Oh, geh weg, Mann! Gib mir die Hand! Wer ist er jetzt? Joel! Es sind zu viele! Gibt es nicht, geht schon! Na los, hier lang! Hier durch! Ich bin doch da, Mann! Alles okay? Ja. Ja, naja, wie man's nimmt, gell? So, Leute, kamen die alle her. Ist doch egal. Ist doch lieber, wo wir hin sollen. Ich schätze, wenn wir hinten rausgehen, schaffen wir es vielleicht zur Hütte. Mir fällt nichts Besseres ein. Kannst du damit umgehen? Ja. Shit, Leute, shit. Wir müssen alle warnen. Ein Aufräumkommando holen. Zuerst müssen wir das hier überstehen. Auf die Fenster achten.
Kommt schon, Mann! Ah! Was ist dein Problem? Dicker! Auf den Karren schieben! Komm rein! Ich schaff den Wandel ans Fenster! Haltet mir die Sicht! Oh nein! Okay! Ich hab den Verkehr! Okay, die hab ich einfach getötet. Was war denn das? Boah! Einen Klicker zu schlagen ist gefährlich. Geh ihn aus dem Weg und greife sie aus der Entfernung an. Alles klar, das hätte man mir mal früher sagen sollen. Ich sehe die nicht! Ey! Die sind überall! Wie soll ich die alle... Weißt du? Ich bin doch da. Ich hab dich. Der Nähe bleiben. Wohin geht ihr? Hier lang. Los. Boah, die sind einfach überall, Mann. Hält auch nicht ewig. Hey, ich bin Tommy. Das ist Joel. Wie heißt du?
Abby. Abby, alles okay? Ja. Das wird nicht halten. Wir müssen zurück. Wir kommen niemals bis nach Texton. Verbarrikadieren wir die Tür. Tommy, wir bleiben nicht hier. Die Pferde schaffen es nicht mehr ja, so weit. Meine Freunde sind in einem Haus nördlich von hier. Es ist eingezäunt. Die Umgebung ist gesichert. Das Baldwin-Haus. Könnte klappen. Okay. Ich mach die Tür auf. Okay. Du reitest mit mir. Komm. Komm! Aber irgendwas stimmt da nicht. Halt dich fest! Heidewitzka, das war ja mal nervenaufreibend. Was ist damit? Als ich 12 war, habe ich ein Skateboard gefunden. Oh oh. Und als ich aufsteigen wollte, ist es mir unter den Füßen weggeflutscht. Warte, wo kommt die Narbe her? Ich fiel auf mein Messer. Okay. Die Verätzung. Das war ich selbst. Wieso? Um einen Biss zu verdecken. Genau hier. Ein Infizierter fiel mich an, als ich 14 war. Und es kam raus, dass ich immun bin. Die Wunde heilte, aber mit Zahnabdrücken und Blasen und... Au! Hör der Kuh. Hey! Ich hab dir eine wahre Geschichte erzählt. Das war eine wahre Geschichte. Oh, soll ich dich mal beißen? Hast du das gehört? Jesse? Oh, bleib einfach da, okay? Kannst du bitte warten? Was? Jetzt dreh dich um. Was soll der Scheiß? Wollt ihr mich verarschen? Ihr solltet auf Patrouille sein. Draußen tobt ein Schneesturm. Ist das Gras? Warum bist du hier? Die Leute zählen auf euch. Kapiert ihr das? Ihr habt eine Aufgabe. Und warum bist du nicht beim verdammten Posten? Weil Tommy und Joel nicht aufgetaucht sind. Was meinst du? Wir haben eine ganze Stunde gewartet. Ich habe sie gesucht und dann das Licht gesehen. Vielleicht sind sie in die Stadt zurück. Ohne für Ersatz zu sorgen, niemals. Wie viel von ihrem Gebiet hast du abgesucht? Nicht viel. Wir teilen uns auf. Wir übernehmen verschiedene Seiten. Wir können in ein paar Stunden alles sichern. Alleine? Nein, wir wissen nicht, was da draußen ist. Eben. Was, wenn sie Hilfe brauchen? Okay, ich gehe nach Westen, Dina nach Süden und du kommst von Osten. Aber seid vorsichtig, ja? Ja. Oh je, bei der Menge an Undoden. Ganz gut. Danke. Ja. Hast du kurz Zeit für mich?
Sollen wir die Sättel ablegen? Nein, nein, nicht nötig. Wir wollen hier nur den Sturm aus. Habt ihr Bürsten, ein Handtuch oder sowas? Du hattest ein Riesenglück. Wenn du wüsstest. Hab gehört, ihr habt Strom hier. Wo zur Hölle warst du? Auf dem Dach sind Solarkollektoren. Und wer sind diese Leute? Wie lange seid ihr schon hier? Seit gestern. Gestern? Ja. Yep. Was macht ihr hier draußen? Wir sind auf der Durchreise. Wohnt ihr zwei hier in der Nähe? Oh ja, ein paar Häuser weiter unten. Ihr solltet mit uns kommen, eure Vorräte auffüllen. Das ist nett. Übrigens, ich bin Mel. Tommy, das ist mein Bruder. Joel. Scheint, ihr hättet schon von uns gehört. Das haben sie auch. Nein! Nora, alles klar? Er ist K.O. Drückt ihn an die Wand. Tommy! Lasst mich! Puta madre! Joel, Miller. Wer bist du? Rate mal. Nun sag schon deine einstudierte Rede auf. Bringen wir es hinter uns. Sein Bein ab. Na los! Ja, keine Bewegung. What the fuck? Firefly oder was? Joel! Tommy! Oh, shit. Wie komme ich da runter? Okay, Schimmer. Der Joel macht's nicht mehr lang. Joel! Tommy! Ich will nicht, dass der stirbt. Alles okay. Alles okay. Aber der hat eh schon gerade seinen halben Fuß verloren. Ruhig! Schrei doch nicht! Da unten. Ja.
Gott, hör dich, Joel, ich hör dich. Ich rette dich, Mann. Dich lasse ich nicht sterben. Aber ich schaue mich kurz um. Tut mir leid, so viel Zeit muss ich mir einfach nehmen. Du hältst es schon noch ein bisschen aus. Schlafen Sie? Fuck. Da oder was? Wir kommen näher. Ihr Wichser, Alter! Ja, Mann! Bring euch alle um! Was ist los? Lasst ihn frei! Wer ist das? Lasst ihn frei! Hat sich reingeschlichen. Warum schiebt niemand draußen Wache? Ihr dacht nicht, dass hier jemand aufkreuzt. Was habt ihr bitte erwartet? Wir müssen hier raus, bevor noch die ganze Stadt antanzt. Das war's mit dir. Wir wollen dasselbe, stimmt's? Töte ihn. Jetzt. Joe, steh auf. Steh verdammt nochmal auf. Hört bitte auf. Bitte tu das nicht. Joe, bitte steh auf. Nein! Nein!